Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play L.A. Noire. Hier ist wieder Oliver311. Hallöchen. Wir sind wieder im Fall The Naked City, einem der DLC-Fälle dieses Spiels, und haben im letzten Part ein paar Verbrechern das Leben schwerer gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn zu leben wird ihnen jetzt sehr schwer fallen. Mit Kugeln im Kopf. Gut. Da haben wir auch gleich noch einem Polizisten geholfen bei seinem Streifendienst und sind jetzt auf dem Weg zum... ja, zur Wohnung des Hauptverdächtigen, würde ich nicht sagen. Von daher, auf geht's. A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Ja, und wir haben herausgefunden, dass LeBlanc irgendwas einen Kameraden hatte. Einen ziemlich starken Typen. Der auch bei unserem aktuellen Fall beteiligt sein könnte. LAPD, ma'am. Is Mrs. Evstrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Evstrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible. Ach, das ist gar nicht die Wohnung des, oder? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? Keine Ahnung. 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Gut. Da sind wir und offensichtlich habe ich mich ein bisschen getäuscht mit, dass wir zur Wohnung des Hauptverdächtigen fahren. Wir sind anscheinend zur Wohnung gefahren der Besitzerin des Diebesgutes, was wir auch gefunden haben oder so. Wieder nicht gelesen? Ha, ich bin ein Idiot. Ha, hier ist es. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, Detective. Priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Na, mit dem Preis lügst du aber schon ein bisschen, ne? Kleines bisschen lügst du da aber schon, also ein bisschen übertreiben. Tut man da schon, ne? Obwohl da steht 10.000. Trotzdem ein bisschen übertrieben. Die Frage ist jetzt, ob ich das ankreiden soll, die Lüge. Ach komm, wir haben einen Intuitionspunkt. Verballern wir den mal wieder. Community-Fragen oder eine Antwort entfernen? Ich entferne meine Antwort. Danke. Dann sage ich Lüge. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Evstrom? Who do you think you are, making heinous accusations in my own home? In my own home? Ach ja, immer diese Leute. Was, entfernt das auch gleichzeitig ein paar falsche Antworten? Oder hier, was? Ja, was? We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Hey, wir haben mal wieder was richtig beantwortet. Yeah. What can you tell us about the burglary? That terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Wow, das ist schon wieder so eine tolle Aussage, wo ich mir so denke, was soll ich darauf jetzt sagen? Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Evstrom. The department will get in touch and
let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps, that's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, Detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Okay. Das sind ja interessante Wendungen, die sich hier ergeben. Ich verstehe den Titel der Folge aber immer noch nicht. Naked City, was? Es war noch keiner nackt. Bis auf die Frau, bis auf das Mordopfer am Anfang, aber. Next left. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiancé you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous, both of you. There's a very good explanation for all of this. Put a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Spannend, hochgradig. Straight through the next intersection. Ja, wir sind mal wieder auf der Fahrt durch dieses schöne Sonnenuntergangs-Los Angeles. Das muss ich wirklich gerade sagen. Die Lichtstimmung hier ist gerade ganz nett. Könnte schöner sein, aber ist okay. Kann ich mitarbeiten. Ist das hier wirklich ein Knast? Kann man hier reinfahren? Ich will mal... Kann man das mal ganz kurz? Nur mal spicken? Nein. Gut, Thema erledigt. Ist vielleicht so eine Art... Villa oder so ein Shit. Ich muss echt mal die passenden Knöpfe drücken. Ach Gott. Gott, die Handbremse verhält sich so unrealistisch stark. Finde ich gut. Take the next right turn. Zu spät. Muss die nächste right turn nehmen. Warum kann man eigentlich nie mit der Straßenbahn fahren? Fände ich irgendwie lustig. Als Polizist in die Straßenbahn einsteigen. Ich finde, dieses Polizeisetting, es hat so viele gute Möglichkeiten, aber es wird nicht genutzt. Das finde ich auch so furchtbar, dass es in Rockstar Games, dass du meistens irgendwie den Bösen spielst. Und hier warst du ja ausnahmsweise mal der Gute. Der gute Cop, der alles versucht zu lösen. Ich meine, man kann jetzt noch fairerweise sagen, dass man Red Dead Redemption irgendwo noch den Guten gespielt hat, aber streng genommen hast du das auch nicht, weil so gut war wie hieß denn der? John Marston, ne? So gut war der jetzt auch nicht. Ach ja, ich meine, ich habe Red Dead Redemption damals auch recht gerne durchgespielt, aber ich persönlich fand es nicht so geil, wie es andere vielleicht fanden. Das Setting war cool, eindeutig. Das Setting war damals richtig cool. Ich meine, es war ein Rockstar-Games-Spiel, was mir Spaß gemacht hat, von daher ist auch schon mal okay. Es gibt ja wenige Rockstar-Games-Spiele, die mir wirklich... komplett gefallen. GTA 4 zum Beispiel finde ich auch nicht besonders nicht dolle. GTA 5 geht mir auch komplett am Arsch vorbei. Ich versuche hier gerade die Lampe zu überwinden. Die Lampe will nicht überwunden werden. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit einem Auto meiner Mutter unterwegs war und ich wollte ausparken aus einer Parklücke. Roll so ganz leicht rückwärts aus der Lücke raus und wundere mich so, Auto geht auf einmal nicht mehr rückwärts. Zum Glück war es nur so wirklich Standgas rückwärts fahren. Gucke ich so in den Rückwärtsspiegel. Oh, scheiße, da steht ein Schild. Zum Glück nichts passiert. Die Stoßstange hat so ein bisschen eingedrückt, aber die sind ja Gott sei Dank aus Plastik. Und von daher war da nichts dran. You moron. Ich kann da nichts dafür, wenn der Weg so weit weg ist. Boah, das war äußerst gutes Manöver. So, dann sind wir jetzt endlich am Ziel, so nachdem wir einmal gefühlt quer durch die Stadt gefahren sind.
Welcome to the apartment building. Come on, war sister. Er hier schon mal? Let's find out who your fiance really is. Irgendwie werde ich langsam müde. Ich meine, es ist Abend, wenn ich hier aufnehme, aber es ist noch nicht so spät. Also ich meine, es ist welcome, irgendwie. Sir. I'm sorry, are you a resident? LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Oh, so, schon 23 Uhr fällt mir gerade mal so auf. Wo ich gerade mal so auf die Uhr gucke. Also es ist gar keine so unnatürliche Reaktion meines Körpers, müde zu sein. Obwohl ich noch gar nicht müde sein muss, weil ich kann morgen schön chillig wieder bis in die Puppen pennen. Übermorgen leider nicht, da muss ich schon um 9 aufstehen. Aber das soll mich heute nicht stören. Heute kann ich noch schlafen, solange wie ich will. Beziehungsweise wach bleiben. Ach Gott, ich habe schon gar keine Lust mehr darauf, dass die Uni dann wieder losgeht. Dann muss ich wieder früh aufstehen. Und so. Isn't this just nice and awkward? Ja, und dann hätte man ihn noch trotzdem weiter bedrohen können. Cole, Cole! Das ist die falsche Richtung. Da drückt man den Stick einmal so ein bisschen. Ich hätte ihn eigentlich nach links unten oder so gedrückt, aber es hat anscheinend noch rechts oben oder ach, keine Ahnung. Oh, er ist wieder hochgeklettert. Clever. Give it up, LAPD! Oh nein, nicht sowas schon wieder. Mein Hut. Mein Hut, der tut mir nicht gut. Hut, Hut. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Lass mich raten, jetzt kriege ich eine Faust ins Gesicht. Naja, fast. Ein Stock auf den Kopf. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How is Arnett? He's coming around, too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Na, wenn die Kamera schon so deutlich auf den Koffer zeigt, dann werde ich mir den doch mal angucken. Ticket nach Mexiko. You told Heather you're honeymooning without her? Honeymooning without her. Ja. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Mhm, habe ich nicht von meinen Eltern bekommen. I'm at a loss. Ich wollte doch mit dem Gespräch beginnen. See Henry talk his way out of this with Heather in the room. Kann ich jetzt bald mal? Ich drücke die ganze Zeit X. Gott. Drück mich hier dumm und dämlich. We know all about the jewelry ring. You and Randall and the Blanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ach, Mann, du machst mich müde mit deinem Zeug. Aber ich habe, glaube ich, auch keinen Beweis, der da was gegen sagt, oder? Ich meine, ja, das könnte man vielleicht noch als Beweis da ziehen. Mache ich jetzt auch einfach mal. Warum nicht? You're lying, Henry.
How can you prove that I'm involved, Detective? Na, weil wir Hederware bei dir gefunden haben. Und da mache ich gar keinen Hehl drum. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600, a case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties and find out where and when and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Ich fand ihr Gesicht gerade sehr gut. Sehr schön. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Mhm. Gibt's da noch mehr? Ich weiß es nicht. You wanted Nein. Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Dafür, dass ich falsch gemacht habe, war die Antwort aber trotzdem recht lang. Gottes Willen. Wie Zeit habe ich eigentlich noch? Ja, dann machen wir jetzt hier einfach mal mitten im Part Schluss und sehen uns im nächsten wieder. Ich bin Oliver 301. Tschüss.